Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Puh. Wo wir suchen. Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Daubry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Geschlossen? Na gut, den nehmen wir mal gerade mit. Bitte weitergehen. Die Ausstellung ist geschlossen. Ich glaube, die Belohnung, die können wir auch immer noch so abholen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Ja. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Hm. Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Was denn für Arbeit? Arbeit beim Denkmal Reginald Daubrys. Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Na gut. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir. Wieso war da ein Esstisch gedeckt? Hier ist es, unser ganzer Stolz, Reginald Daubry, ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Mhm. Hm. Und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Sie entstammen seinen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Aha. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Okay. Erzähl mir ein bisschen was über den. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Mhm. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Ja. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Von welcher Größe sprechen wir denn hier eigentlich? Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Naja. Keine Sorge, Regina, keine Sorge. So hart. So hart könnt ihr dann nicht mehr sein. Ja, was haben die denn jetzt da alles mitgenommen? Deswegen hier nur. Deswegen, also. Es wird alles wieder gut. Es muss einfach. Ja, ja, ja. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Also würde ich jetzt mal nicht sagen. Deswegen, das ist doch irgendwie an den Rändern ausgefranst, oder? Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Ein trockener Blutfleck. Ja. Hast du da noch mehr zu sagen, Geralt? Es wird alles wieder gut. Da? Es muss einfach. Nee, was? Keine Sorge, Regine.
Ja, ist bis auf weiteres geschlossen, okay. Das ist halt die Kronjuwelen. Ja, mein Gott. Die Kronjuwelen sind halt weg. Ah, da ist noch was. Diamantsägeblatt, das Tatwerkzeug. Ja, aber was macht das hier in der Ecke? Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Mhm. Keine Sorge, Regina. Ja, Geralt und Stufen, ich weiß. So. Nein, der Geruch kommt nicht von den Soldaten. Iss, trink, mach den Gürtel locker. Du bist in Toussaint. Ja. Anschlagbrett müssen wir sonst auch noch lesen. Ich muss würgen. Ja, ja, ja. Okay, das ist es nicht. Moment. Ja, hier diese ganzen besoffenen Schnapsleichen hier. Ja, das scheint hier echt ein Hobby zu sein in Toussaint. Würgen und Kotzen macht hier anscheinend jeder Zweite. Das beste Mittel gegen das Biest. Der Geruch führt zu dieser Tür. Okay, da wird definitiv gesägt und gehämmert. Oh Gott. Oh, tut mir leid, dass ich störe. Das ist nicht, wonach es aussieht. Ehrenwort, ich bin gestolpert und hingefallen. Und sie lag da schon. Ja. Psst, Hugo, das ist er nicht. Ich schwöre, das ist nur eine Verkettung unglücklicher Zufälle. Wie bitte? Das ist nicht mein Mann. Du meinst nicht dein Mann? Nö, nö. Wer bist du? Was machst du hier? Raus, sonst rufe ich die Wachen. Ich suche Kronjuwelen. So irgendwie so ein Bronze-Viagra anscheinend. Ganz ruhig, ich will nur reden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas zu besprechen haben. Oh doch, haben wir. Fangen wir damit an. Für einen Mann deines Alters bist du ja in Topform. Ja. Ich esse gut. Beginne den Tag mit einem Glas Wein. Das erhält den Körper ganz vortrefflich. Interessant. Sollte ich mal versuchen. Sag, hast du je von Reginald Daubry oder seinem Denkmal gehört? Den kennt hier jeder. Reginald ist unser Nationalheld. Mhm. Ein Held, also. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also... Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey, wer zum Teufel ist das denn? Ja. Rosalinda, einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen. Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja, ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Gut, dass ich das machen konnte. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht reingeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen,
Entschuldige uns einen Moment. Kann er uns mal verraten, wie er die überhaupt klar gemacht hat? Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich... Na, dreimal bis jetzt. Ja. Dreimal? Wow. Dreimal? Nicht wahr? Ja. In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Ja. Hör mal, vielleicht können wir uns einigen. Hm? Nee. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Nein. Ich bezahl dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Was? Ich kann sie dir leihen? Was? Ich würde sie mir echt gerne überlassen, eigentlich. Aber, Ich weiß halt nicht, wie die Kronjuwelen funktionieren. Eigentlich müsste es doch reichen, wenn man die da... Ne, da müsste er bezahlen. Müsste er Eintritt bezahlen, um die Klöten anzufassen. Ah, komm hier. Ich könnte ja sagen, dass ich Reginalds Kronjuwelen nicht gefunden habe. Aber du musst vorsichtig sein, damit niemand merkt, dass du sie hast. Schweigen ist mein zweiter Vorname, versprochen. Also ist es abgemacht. Gut, behalt sie. Du bist toll. Hier, nimm dies. Mehr habe ich gerade nicht. Aber... Komm in einer Woche wieder und du kriegst nochmal das Doppelte. Klingt gut. Bis nächste Woche. Na ja, und pass auf dich auf. Weißt du das? Wenn die Sachen da einfach so stehen, irgendwann ist das dann doch wund. Wenigstens ist das Wetter schön. Ja, ja, no. Offenbar war es so. Als der Hexer den Silberbasilisken getötet hatte, erregte sich Graf die Zauberin so über die Maßen, dass ihm ein Gefäß platzte und er starb. So, wir können auch mit dem Kurator sprechen. Moment, dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier wieder dahin zurück. Also wir haben die Kronjuwelen nicht, aber wir haben einem alten Herrn geholfen. Du könntest hier machen, was du willst. Auftrag Großmeister Rüstungsschmied. Hatten wir das nicht schon? Meisterschmied in Beauclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Ne, das hatten wir noch nicht. Der Auftrag ist sehr gefährlich und wird entsprechend bezahlt. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Och nee. Starker Mann, denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Beauclair mitkämpfst. Besiege 3 Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in St. Sebastian oder bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Ach Gott, hier sind ja echt jede Menge Quests. Wir suchen bewaffnete und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertushöhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher. Daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Werter Leser, die Jahre vergehen, doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Komm auf die Insel im Lac Chivalavi und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Ach Gott, nee. Bestehst du, sollst du belohnt werden. Wie auch immer diese charakterliche Eignung dann aussieht. Radau auf dem Friedhof, das hatten wir, glaube ich. Da sich
vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setzt sich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen. Das bin ich. Fahrender Ritter, hilf einem Waffenbruder. Würde gerne das ritterliche Keuschheitsgelübde gegen ein anderes Gelübde tauschen. Etwas Fasten oder Schutz von Unschuldigen. Wichtig, das Ablaufdatum des Gelübdes sollte rund um Sauwinen sein. Für deine Mühe kann ich dir eine Reiterpike aus Metina, die Feder einer Gorgo, die ist echt, oder eine Flasche Seprimento Jahrgang 1244 anbieten. Ah ja. Lax c'est la vie. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ja, aber erst später. Ach ne, hier kommen wir gar nicht runter. Das ist blöd. Nacht, Liebe und Wein verleiht. Unser Herzogtum sollte drei ganz bestimmte Farben in der Flagge führen. Unter Herzog Raimund wäre sowas niemals passiert. So, wo ist denn der? Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Leider wurden sie zerstört. Was? Aber... Ich konnte nichts tun. Leider. Dieses Denkmal ist mein Leben. Ich habe Jahre hier verbracht und es vor Regen und Hagel geschützt und vor diesem zersetzenden Vogelkot. Dann hast du ja reichlich Erfahrung. Sicher findest du in der Branche eine andere Stelle. Du denkst vielleicht, es ist nur eine schnöde Statue, aber es sind verdammt viele Leute auf ihre Eier angewiesen. Ja, dann mach welche neu. Es werden weniger Kinder gezeugt, die Damen sind unzufrieden, die Herren bekommen Körbe, vom traurigen Schicksal eines gewissen Kurators für Kunst- und Sammlerobjekte ganz zu schweigen. Ach, es ist alles verloren. Nur Mut, dir wird schon was einfallen, ich bin sicher. Alles Gute. Du hast sie doch schon jetzt dann so oft poliert und in der Hand gehabt. Du müsstest das doch direkt dann schon hier auswendig wissen, wie man diese Klöten reproduzieren kann. Schickte ihren Ritter in die Wälder, von ihrem Ruhme zu künden. Und dann stellte sich raus, dass sie mit Vierfingers Hanse unter einer Decke steckte. So, war hier... Oh, da ist noch ein Händler. Den... Das Biest hat einen weiteren grässlichen Mord verübt. So, du. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Mhm. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. Okay. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister.
Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tien Zähl in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Ja, gut, wie bist du denn hier Lehrling geworden? Hast du aber irgendwie beim Arbeitsamt nachgefragt oder was? Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tien Zähl sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war. Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Okay. Ja, dann erzähl mal, wo ich da suchen muss. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Jeder aus einer anderen Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Bei Bären erstmal. Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tien Zähl mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und falschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach, uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Ja, aber ist der dann immer noch da? Die Schule des Manticores. Über die weiß ich wohl am wenigsten. Obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tien Zähl war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tien Zähl schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoi-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Ja, gut. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache,
Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben. Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Okay, also alles überall baufällig. Aha. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fort Ussar einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fort Ussar sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Wie alt ist denn der Typ eigentlich? Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Ardon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Therm. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Ardon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Therm. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Gut. Das heißt, da spukt's dann tatsächlich. Ich mache jetzt mit der Folge Schluss. Werde noch ein bisschen hier verkaufen, eventuell reparieren. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.